Diese Ausrüstung für die Feuerwehr noch ungewohnt. Mit der virtuellen Brille können die Einsatzkräfte künftig in simulierten Umgebungen üben. Realistisch und interaktiv. Das System reagiert auf alle Entscheidungen und Aktivitäten der Feuerwehrler, genau so, als wäre es ein realer Einsatz. Die Feuerwehren im Landkreis Cham sind deutschlandweit die ersten, die das virtuelle Übungssystem nutzen. Es gibt uns die Möglichkeit, dass man in 3D wirklich in die Lage eintauchen kann und dass man auch gewisse Dinge nachbauen kann. Wir haben ja sogar so weit, dass wir das Stadtgebiet von Cham oder auch andere Gemeinden in 3D nachbilden können. Die regelmäßigen praktischen Übungen soll und kann die Computersimulation nicht ersetzen. Aber jederzeit können verschiedene Einsatzbedingungen wie Tag- oder Nachtszenarien, Wetterbedingungen, Qualm oder Explosionen an verschiedenen Orten am Computer simuliert werden. Wenn er später einmal dann die Streuräder hin tut und die Löschwirkungen nicht erzielt, weil er zum Beispiel nicht auf das Feuer mit dem Strahl hinkommt, dann kann ich quasi das Feuer erhöhen. Erstmal ein bisschen ungewohnt, wenn man sich tatsächlich so dreht, aber dann, wenn man selbst in die Hocke geht und wenn man das so sieht, also absolut realistisch, wie wenn man tatsächlich in diesem Raum sich fortbewegen würde. 1,5 Jahre lang hat die Feuerwehrführung im Landkreis Cham zusammen mit Wissenschaftlern der Uni Kassel das System entwickelt. Abgeschlossen ist die Arbeit nicht. In Zukunft sollen zum Beispiel auch virtuelle Menschen wie Opfer, Zeugen oder auch Gaffer in den 3D-Simulator programmiert werden.